So, herzlich willkommen zurück. Unglaublich, halt es in Ehren. Sternslicht. Was? Danke, dass du uns diesen Tanz beigebracht hast. Du bist unser Meister. Okay. Meister, ihr seid großartig. Okay. Nee, warte mal, ich zeige ihm die Rubine ein. Und dann hole ich das Notizbuch der Bomber. Ich hätte das doch schon vorher holen sollen. Aber gut. Jetzt wird das Bild ein wenig geschrumpft, weil es langsam wieder Tag wird. Außer in einem Tempel. So. Wie, jetzt steht er wieder da. Wie krank ist das denn? So, ich habe mal von einem Streamer einen Trick bekommen. Klappt. Denn wenn ich die Kaboom-Maske aufsetze, sie explodieren lasse und dann schnell das Schild benutze, dann bekomme ich keinen Schaden. Was ich mir jetzt noch schnell holen werde, ist die größere Bombentasche. Ah, Moment. Hey, du hast den Test noch nicht bestanden. Woher weißt du also den Code? Nur die Bomber kennen den Code. Woher kennst du ihn? Hör mir mal zu. Du bist ziemlich gut drauf. Du hast einen Code herausgefunden, den nur wir kennen. Das ist klasse, das mag ich. Wie heißt du, Kleiner? Mario, also.
Also gut, das Horror-Kit hat unsere Regeln gebrochen, indem es nur noch Unfug treibt. Ich mache Wario zu einem Mitglied der Bomber. Dies ist das Notizenbuch der Bomber. Es beinhaltet unsere Regeln. Lerne es auswendig. In diesem Buch sind die Tagespläne einzelner Personen verzeichnet. Drücke Start, um den Statusbildschirm aufzurufen. Markiere das Notizbuch und drücke R, um die Einträge zu lesen. Finde Menschen in Not und füge ihre Bilder und Namen ein. Es ist nur Platz für 20 Leute. Versprich ihnen zu helfen. Vermerke Versprechen mit Aufklebern. Halte deine Versprechen immer ein. Hast dein Problem gelöst? Erhältst du zur Belohnung einen Jubelaufkleber? Er bleibt in deinem Buch. Entferne keine Aufkleber. Sie helfen dir, dich an die Sonde Leute zu erinnern, bis jeder glücklich ist. Vergiss nie diese Regel. Taya, sag dem Horror-Kid, dass wir es rauswerfen. Es hat sich wirklich wie ein Idiot aufgeführt. Die geheime Bruderschaft der Bomber, das wurde ins Notizbuch eingetragen. Dir wurde da ein geheimer Punkt anvertraut. Das wurde vermerkt. Alles klar. Siebzehn Rubine. So, ich habe 200 Rubine eingezahlt. Hier hast du die versprochene Prämie. So, erste Goldbörse schon mal geholt. Jetzt werde ich noch eben die Bombentasche holen. Zuerst brauche ich noch ein paar Rubine. Ich weiß gar nicht mehr, was die kostet. Ja, diese Melodie erkennt man wieder. Habe ich da nicht eine Kuh gehört? Hä? Öffne mir die Truhe. Weiß nicht, warum das Spiel von der Grafik manchmal verbuggt. Normal ist das nicht. Alles Klärchen.
So, und hier bei der Stelle, da müssen wir aufpassen, weil es gibt einen wirklich bekloppten Vogel, der aus Russland steht. Ich werde mir jetzt in diesem Zyklus noch die Hasenohren holen und dann werde ich erstmal Schluss machen. Hier kommt man zunächst erstmal am letzten Tag rein. So, schauen wir schon mal die Bremer Maske raus. Ne, das ist das Hunderennen. Okay. Da brauche ich gar nicht erst hin. So. Marsch, marsch, marsch. Küken sammeln. Hier war schon mal nichts. Da müssen wir uns auf jeden Fall gut umgucken. So, da ist das andere. Okay.
Ach, da fehlt noch eins. Ich kann aber gerade nicht genau gucken. Da. Ich hab's gefunden. Ich hab mich verpackt. Okay. Ich weiß nicht wieso, aber wenn ich diese geschwellten Kämme auf ihren Köpfen sehe und so, dann ist mir alles andere egal. Ich bin absolut zufrieden. Hier, du kannst es hier haben. So, und das ist meine Lieblingsmaske in diesem Spiel. Du hast die Hasenohren erhalten. Jetzt brech dir die Ohren. Obwohl die Kraft der Wildnis auf dich übergehen wird. Hier, sie sind alle zu Hühnern geworden. Der Hühnerfried. So. Damit kann ich jetzt schnell herumdüsen. Und ich beende. Ups. Sieh doch. Ist das nicht dein Pferd? Ja, das ist mein Pferd. Aus dem Intro. Huch? Du? Wie? Wer bist du eigentlich? Okay. Ich beende jetzt hier für heute. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ich habe alles geholt, was ich heute holen wollte. Ja, und morgen geht's dann weiter. Ciao.